Jetzt bei Schläferz. Land in Sicht! Heute Nacht wird sich unser aller Schicksal entscheiden. Seid dabei, wenn hier gleich eine neue Normannen-Mania entfacht wird. Es wird groß, es wird episch. Es ist eine Falle, das spüre ich. Ja, er ist zwar voll bildgewaltig, aber auch inhaltsleer, klischeehaft und enorm hölzern gespielt. Du hast recht. Was nun? Wir wissen es auch nicht. Wenn sie kommen, sind wir bereit. Alle Mann auf ihre Posten. Beziehungsweise Rodan quält, liebe Wikinger, Fangirls, Boys, Cis-Trans, Non-Binary-Folks an den Empfangsgeräten. Seid dabei, wenn hier gleich eine neue Normannen-Mania entfacht wird und die Drachenschiffe in See stechen, um mit dem Beistand der Asen- und Warnengötter Odin, Heimdall und Njörd fremde Welten zu erkunden und ferne Länder zu erobern. Es wird groß. Es wird episch, es wird monumental, mythologisch und ich sage mal voraus, der heutige Schläferz wird im allerbesten Sinne nichts weniger als historisch. Nun, Peter, also auch wenn ich dein ausnahmsweise vor freudiger Erregung glühendes und dadurch auch ja fast jugendliches Antlitz so unendlich viel lieber sehe als deine übliche vor Missmut graue alte Meckervisage. Also, was genau lässt dich angesichts unserer nachfolgenden Filmvorführung so, sag mal, ungewohnt sympathisch überschnappen? Hm? Na, was schon, du Gauner? Ha? Der Fakt, dass du mir vor Wochen mitgeteilt hast, ein Lizenzwunder ist passiert. Wir kriegen ihn tatsächlich, Peter. Ich lass dir den Vortritt. Du darfst ihn vorsichten. Du darfst ihn federführend für uns einordnen. Du hast die Mütze auf und darfst ihn natürlich auch ankündigen. Hab ich meine Dankbarkeit darüber etwa nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht, Olli? Doch. Das war schon... Ja. Ja, und? Also, ich meine, hast du ihn denn... vorgesichtet. Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich beraube mich beim definitiv größten Schläferz-Ereignis jemals, doch nicht selbst des Zaubers der Jungfräulichkeit. Ha, ausgeschlossen, liebe Zugeschaltete. Eine Free-TV-Weltpremiere auf Tele 5 ist selbstverständlich auch für mich Premiere. So, Ladies and Gentlemen, erheben Sie sich bitte von Ihren Sitzen. Gerade noch im Kino, heute im Ernst, hier bei uns, Robert Eggers, bildgewaltiger Blockbuster, The Northman. Du meinst den Northman mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke und Willem Dafoe aus diesem Jahr? Von Robert Eggers? Ja, wie gesagt, ja. Ach, unglücklich, liebe Zugeschaltete. Da hat der Peter offenbar etwas verwechselt. Was? Denn wir zeigen Ihnen gleich The Northman. Von Charles B. Pierce aus dem Jahr 1978. Ja. Was? Wer? Wann? Sag mal, welcher Hirninvalide schreibt denn bitte North wie Horse, nur mit N statt H? Warum ist mir plötzlich schlecht? Und was hat das Ganze bitte mit dem Lizenzwunder zu tun, das du so abgefeiert hast? Naja, also ich meine, so ganz einfach waren die Rechte für die Nordmänner, so der deutsche Titel, ja nun auch nicht zu bekommen, ne? Also ich meine, dein charmantes Eröffnungspathos war da gar nicht so unangemessen, Peter. Ja? Gott! Ich meine, schließlich hat der Film über Dekaden dem Genre seinen Stempel aufgedrückt, Gott. Ist völlig zu Unrecht in den letzten Jahrzehnten ein klein wenig in Vergessenheit geraten und du wirst dir ungläubig die Ohren reiben, wenn ich dir gleich verrate, wer da die Hauptrolle spielt. Jetzt mal aufgepasst, du! Als kühnen Wikingerprinzen Thorwald sehen wir gleich. Da-da-da-da! Lee fucking Majors! Ist nicht wahr. Lee Majors? Yes!
Der Ex-Mann von Farrah Fawcett, Majors? Genau, der. Der hieß Barkley von Big Valley. Mhm. Der 6-Millionen-Dollar-Mann Steve Austin. Eben jener. Der Colt Seavers aus Ein Colt für alle Fälle. Der 80er-Kultserie, für die die Majors selber den Titelsong gesungen hat und der in den deutschen Single-Charts Platz 11 erreichte. Also auch der Lee Majors, der in Piranhas 2 die Rache der Killerfische innerhalb der ersten Schläferz-Staffel überhaupt den Leading Man spielt. Ja. Und nochmal ja, Peter. Der und kein anderer Lee fucking Majors. Was hat der in dem beschissenen 1978er Ersatz-Wikinger-Vehikel The Norseman verloren, das wir heute statt The Norseman zeigen? Hm? Nee, komm, sag nichts. Ich muss dringend was kaputt machen, sonst mach ich dich kaputt. Peter. Fick in der Hölle! Hier. Also, ich weiß ja manchmal, ne? Aber wie hätte ich denn nur ahnen können, dass er so hätte die Rekordverdächtig beschränkt ist, davon auszugehen, wir würden statt The Northman, allen Ernstes The Northman zeigen, ja? Ich meine, Robert Schläfer in der Ich meine, what the fuck, sage ich, ja? Denkt sich dieser, ach, na, besser jetzt so ein bisschen. Du, ist ganz schön geworden, finde ich, was du da hinten so gemacht hast, ne? Ich meine, so ein Studio, das lebt ja auch von Veränderungen. sag mal, möchtest du den Menschen denn vielleicht auch irgendetwas Informatives erzählen zu The Norseman? Nein! Zu The Norseman. Da hätte ich sehr gerne was gesagt, aber auf The Norseman bin ich leider aus Gründen nicht vorbereitet, Olli. Und bevor mein kleines Gelassenheitsdepot wieder komplett leer ist, lass uns also jetzt bitte nur noch von die Nordmänner sprechen, okay? Und über das Produkt weißt du ja offenbar bestens Bescheid. Also wer hat da neben Lee fucking Majors noch so garantiert einen historisch völlig falschen Wikingerhelm auf? David Hasselhoff, Patrick Duffy, Tom Selleck oder Don Johnson? Nein, keiner der von dir erwähnten Retro-TV-Serienstars, sondern eine veritable Hollywood-Größe, nämlich Mel fucking Farrah als König Eurycha. Die Liste seines Film-, Fernsehen- und Theaterschaffens ist wahrlich zu lang, um sie hier durchzugehen. Stellvertretend für die Bedeutung des fünfmal verheirateten Fünffachvaters seien deshalb nur genannt Engel der Gejagten an der Seite von Marlene Dietrich, die unheimlichen Hände des Dr. Orlak, El Greco und natürlich seine Rolle des Andrei Bolkonski in King Vidors Verfilmung von Tolstois Krieg und Frieden an der Seite von Audrey Hepburn, mit der Farrah insgesamt 14 Jahre verheiratet war. Ja. Interessant. Ja. Gehört der König Eurich an der Seite von Lee fucking Majors, mit dessen Frau Farrah fucking Fawcett Farrah vermutlich auch mal verheiratet war, demnach nicht zu seinen absolut unvergessenen Auftritten? Das müssen andere beurteilen, Peter. Das steht mir nicht zu. Zurück zu unserem heutigen Cast. Unbedingt zu nennen wäre noch Susie fucking Coelho, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und US-TV-Persönlichkeit, die mal 4 Jahre mit Sonny fucking Bono verheiratet war. Bekannt durch Sanges Duo Sonny und fucking Cher. Ja, und die wir gleich in der Rolle der eingeborenen Kulturskeptikerin Vinetta erleben dürfen. Wohl einer ihrer profiliertesten von insgesamt 2,5 Spielfilmauftritten. Sieh an, Susie fucking Coelho war mal mit fucking Sonny Bono von Sonny und fucking Cher verheiratet. Also wenn diese Infos nicht Anlass zur Vorfreude auf einen ganz tollen Wikingerfilm sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Noch jemand an Bord, den man vor der Kamera nicht in einem Viking-Setting vermuten sollte? Peter. Also den ebenso erstaunlichen wie umstrittenen The Naked Prey-Macher Cornel Wilde als Ragnar der Bärentöter, der sogar einen Stern auf dem Walk of Fame hat, als Brad Pitt des Golden Age galt und für seine Darstellung des Frédéric Chopin in dem 1945er Biopic Polonaise, A Song to Remember, eine Oscar-Nominierung erhielt, dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Ja? Aber der Rest der handelnden Personen mit Helm besteht im Prinzip zur Gänze aus schauspielunerfahrenen Footballspielern der Tampa Bay Buccaneers. Ja.
Ich könnte schon wieder was kaputt machen. Okay, gehen wir hinter die Nordmänner-Kamera. Als mir vorhin plötzlich vor Scham und Peinlichkeit speiübel wurde, hast du ja den Namen des Mannes schon genannt, der mir das mit der lautmalerischen N-O-R-S-E-Scheißdreck-Schreibweise für das Wort Nord im Englischen eingebrockt hat. Ja, und Charles B. Pierce. Mhm. Oh ja, oh mhm. ja. Und du darfst dich mal von deiner Robert Eggers The Northman-Verehrung verabschieden. Bitte? Ja, der ist zwar voll bildgewaltig, aber auch gewaltig gewaltbesoffen, inhaltsleer, klischeehaft und enorm hölzern gespielt. Ach ja? Ja. Sagt wer? Ja, sag ich. Und diverse andere renommierte Filmkritiker. Du kannst ihn ja gar nicht beurteilen, ne? Weil du ihn dir ja vollkommen schwachsinnigerweise nicht im Multiplex, sondern hier bei uns zum ersten Mal angucken wolltest. Halt die Fresse, sonst... Ja, nein, nein, nein. Ich werde freisprechen, Peter Usurpator. Denn Charles B. Pierce war ein schillernder Solitär in der US-Filmindustrie. Er war nicht nur Regisseur, er war auch Drehbuchautor, Producer, Set-Decorator, Kameramann und Schauspieler. Ja, mit seinem hochgelobten Regiedebüt The Legend of Boggy Creek erfand er quasi im Alleingang das Doku-Drama-Horrorfilm-Genre. Der Film geriet 1972 zum Riesenerfolg. Bei einem Budget von $160.000 spielte er 20 Millionen Dollar ein und wurde der 10. erfolgreichste Film in den USA 1972. So, ja. Wow, wow, wow. Erzähl uns dann doch bitte noch über das hochoffizielle, hochungelobte Sequel Boggy Creek 2, 12 Jahre später, in dem sich Charles B. selbst die Wichtigtour-Hauptrolle geschrieben hat. Wie ist der eigentlich so angekommen bei den ca. 83 Leuten, die ihn bei vollem Bewusstsein bis zum Ende geguckt haben? Und sag doch dann auch noch was über die restlichen reizlosen, vielseitig verkorksten und ungeheuer unnötigen Schwachstreifen, die der Typ so fabriziert hat, ja? Boah, du hast heimlich gegoogelt. Heimlich. Während der Sendung. Gar nicht. Pfui, Teufel, pfui. Das ist wirklich das Allerletzte, wirklich. Ja, ist zumindest das Letzte, was hier vor dem Film zum Regisseur gesagt wird. Also los, du Blender-Bitch, frag mich schon, wie der Cocktail jetzt heißt, dessen Name ich ja leider hastig ändern musste, da du mich ruchlos getäuscht hast. Okay, was trinken wir zum Film und wann immer? Das hier ist jetzt ein Conquerors without brain and glamour, fucking stupid Norseman Slammer. Der trifft einen quasi im übertragenen Sinne mit der Hallo-Wachwucht von Thor's Hammer auf den ungeschützten Schädel und verhindert so den gefürchteten 10-Minuten-Schlaf während einer Filmvorführung. Zuschlagen soll er immer dann, wenn wir einen Wikinger-historischen Fehler in Wort oder Bild ausmachen können. Ja, wenn du meinst, Peter. Ja, ich mein, Oliver. Gut. Viel mehr verheerend verächtliche, vorurteilsvergiftete Ablehnung wie die von Peter kann man den Wikinger-Abenteuerspielfilm Die Nordmänner im Angesicht des Falken unmöglich entgegenbringen. Machen wir es anders, liebe Zugeschaltete. Begegnen wir ihm ohne Vorbehalte. Zeigen wir uns offen, aufgeschlossen und aufnahmeaffin und sollen wir speziell auch einem Lee Majors Respekt, der sich als Mitproduzent über die Fawcett Majors Productions selber lediglich $500.000 vom Gesamtbudget auszahlen ließ und nur 10% des Gewinns haben wollte. Ja, wenn ein Superstar dieser Zeit so idealistisch sein konnte, dann können wir es jetzt wohl auch sein, oder? Du laberst hier doch eine Zerrung, Olli. Wie hoch war denn das Gesamtbudget? Ja, klar, klar, klar. Der pedantische Pragmatiker will eine vollständige Kostenaufstellung. Aber Idealismus lässt sich nicht beziffern. In diesem Sinne, Film ab! Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Im Jahre des Herrn 793 verließen Horden blonder Riesen ihre Heimat in den eisigen Bergen Norwegens. Auf Erkundung nach neuen Gestaden durchsegelten sie die Meere. Man nannte sie die Wikinger. Ruhelos, gesegnet mit gewaltiger Kraft, eroberten diese Altnorden einen großen Teil dessen, was man heute Europa nennt. Stürmen und Wellen trotzend, den Tod nicht fürchtend, richteten sie ihren Blick nach Westen über die untergehende Sonne hinaus, bis sie ein neues, unbekanntes Land erreichten. Sie nannten es Wienland. Wir nennen es Amerika.
König Helge, Prinz von Helgeland, einem Königreich am Meer im Land der Norden. Ich war 12, als mein Bruder Thorwald der Kühne mich auf eine Reise westwärts über die untergehende Sonne hinaus mitnahm. Es war im Jahre des Herrn 1006 nach römischer Zeitrechnung. Weniger als ein Jahr früher war unser Vater, König Eurich, auf einer Entdeckungsreise weiter westwärts gesegelt als je ein Mensch zuvor und kehrte nicht wieder zurück. Das ganze Königreich betrauerte den Verlust unseres weisen Königs und seiner tapferen Männer. Als mein Bruder Thorwald verkündete, die Suche nach dem Verschollenen aufzunehmen, breitete sich große Freude aus im ganzen Land. Nun befahren wir das mächtige Meer mit unserem schnellsten Schiff, dem Raben des Windes. Und unsere Hoffnung und Träume liegen nicht nur darin, dieses geheimnisvolle Land im Westen zu finden, sondern auch darin, unseren Vater wiederzusehen und unserem Volk seinen König zurückzubringen. Der zweite Befehlshaber war Ragnar, der Bärentöter. In seinen Schlachten gegen die Sachsen und die Kelten hatte er sich großen Ruhm erworben. Ragnars Sohn Raurik, der sich in unzähligen Schlachten bewährt hat. Das ist Olaf, der treueste Gefährte meines Bruders Thorwald. Er ist stumm. Seine Zunge wurde ihm vor Jahren bei einer Schlacht an der Küste Afrikas herausgeschnitten. Das ist der Mann, der diese Tat vollbrachte, Traul. Olaf brachte ihn als Beute zurück in unsere Heimat. Aber der Moor trägt noch immer Olafs Zunge um seinen Hals. Allesamt waren sie raue Gesellen. Ivar, Ode, Ubi, Jörn. Jeder Mann an Bord des Raben war von meinem Bruder ausgewählt. Jeder von ihnen hatte in unzähligen Schlachten und Stürmen seinen Mann gestanden. Der Hexenmeister, genannt der Todesträumer, war eine dunkle, unheilvolle Gestalt, dessen Gegenwart unter den Männern an Bord immer ein beklemmendes Gefühl hervorrief. Nie sah jemand sein Gesicht und stets war er begleitet von seinem Falken. Mein Bruder Thorwald der Kühne, der von allen gefürchtete und geachtete Krieger, der starke rechte Arm meines Vaters, des Königs. Dank seiner unbeugsamen Kraft herrschte in unserer Heimat seit vielen Jahren Friede und Wohlstand. Spinne deine Fäden, Hexenmeister. Blicke durch das Dunkel des Sturms und sage mir, droht uns Gefahr? Der Sturm wird verstummen. Morgen erblicken wir ein neues Land. Ein neues Land? Was sagt das Orakel über jenes neue Land? Ein fruchtbares Land wird uns willkommen heißen. Aber in den Tagen darauf wird Gefahr folgen. Wir sind bereit. Schlafe wohl, mein Bruder. Heute Nacht birgt die See Gefahr. Gepriesen seist du, Odin. Wir haben es wahrlich gefunden, das Land im Westen. Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Thank you.
Voller Furcht wartete ich auf Berichte über diese fremdartigen Laute, die wir am Strand vernommen hatten. Schritte, die mir so vertraut waren, gaben mir alsbald ein Gefühl der Erleichterung. Aber als ich ihm entgegenlief an diesem Morgen, nie werde ich den Ausdruck seiner Augen vergessen. Sprachst du mir von zukünftiger Gefahr, Hexenmeister? Wenn du dich je wieder in deiner Prophezeiung irrst, schicke ich dich auf einem Floß hinaus aufs Meer. Wir preisen dich, Odin. Du hast Björn erlaubt zu sterben, wie sich ein Norde zu sterben wünscht. Leichnam wurde hinausgeschickt aufs Meer, nach Valhalla, denn er starb mit dem Schwert in seiner Hand. Nicht weit von hier sah ich die Mündung eines Flusses. Was hast du noch? Nichts, keine Spur menschlichen Lebens. In den Wäldern wachsen die süßesten Trauben, die ich je gekostet habe. Es sei geschrieben, dass dieses neue Land Wienland genannt wird. Was siehst du? Du weißt, was wir nicht wissen. Du siehst, was wir nicht sehen. Wer tötete Björn? Wer sind sie? Wie viele von ihnen gibt es? Hast du deine magischen Kräfte verloren oder hast du nie welche besessen? Es wäre von Segen gewesen, hätte Odin dich genommen statt Björn. Schweig, Gunther! Schlage dir den Arm ab. Und ihm den Kopf. Genug jetzt. Dieser übelriechende, hinterhältige. Morgen segeln wir den Fluss hinauf. Komm, Erik. Fluss besegeln? Das war noch nicht das letzte Wort. Und ich sage dir voraus, morgen wirst du am Bug des Schiffes stehen und den Fluss hinaufsegeln. Thank you.
Uns war ein überraschender Empfang in diesem Land bereitet worden. Einer unserer Männer war bereits tot. Und irgendwo lauerte ein uns unbekannter Feind. Mit jedem Ruderschlag vermehrten sich meine Zweifel, ob mein Vater noch am Leben sei. Falls sein Schiff an diesem Gestade angelegt haben sollte, war auch er sicherlich auf denselben Feind gestoßen. Welcher Grund auch immer meinen Bruder dazu bewegte, auf diesem schmalen Flussland einwärts zu fahren, es stand niemandem zu, ihn in Frage zu stellen. Denn er hatte uns sicher über das weite und bedrohliche Meer geführt. Thorwald stand am Bug unseres Schiffes, den ganzen Tag über. Seine Augen suchten das Ufer ab. Sein Antlitz zeigte uns seine Entschlossenheit. Wir befinden uns in einer höchst verwundbaren Lage. Wir wurden von diesen Wilden den Fluss heraufgelockt und jetzt sitzen wir hier wie Weiber, die darauf warten, genommen zu werden. Wir brauchen das mächtige Meer in unserem Rücken. Das Meer ist unsere Zuflucht. Thank you.
Schon als wir noch Knaben waren, verteidigten wir unsere Heimat, indem wir das Blut unserer Feinde vergossen. Unsere Küsten sind übersät mit den Überresten jener Eindringlinge, deren Besitzgier bei weitem größer war als ihre Kriegskunst. Nicht einmal ist einer von uns vor einem drohenden Schwert oder einem feindlichen Schiff, das uns bedrängte, zurückgewichen. Der Tag, an dem ich die Segel einhole und vor einem Feind weiche, das wird der Tag sein, an dem ich einem Weib gleiche in unserer Heimat. Liebe Mitentdeckerinnen und Decker der neuen Welt. Ach, nur selten habe ich mich so mühelos in die Lebenswelt der alten Wikinger einfühlen können. Selten war eine empfundene, wenn auch nur inszenierte filmische Authentizität für mich wirkmächtiger. Ja, ich fühle mich, als hätte ich selbst den schweren Stürmen auf See getrotzt, als wäre ich Teil der wagemutigen Besatzung des stolzen Langschiffes und hätte mitgerudert auf dem Weg in das geheimnisvolle Land im Westen. Und egal, was im Vorfeld gemutmaßt wurde, das ist schon ein unglaublich packendes Abenteuer, auf das uns Charles B. Pierce da mitgenommen hat. Was, Peter? Ja, also unglaublich bin ich komplett bei dir, bei Packendes und Abenteuer. Und bei Authentizität, da hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Fangen wir mal an mit der Garderobenglaubwürdigkeit und betrachten noch mal den ersten Auftritt von Thorwald dem Kühnen, also mir. Mein Bruder Thorwald der Kühne, der von allen gefürchtete und geachtete Krieger, der starke rechte Arm meines Vaters, des Königs. So. Jetzt frage ich dich, warum gerne auch zur fickenden Hölle, sieht der starke rechte Arm des Königs, ein von allen gefürchteter und geachteter Wikingerkrieger, aus wie ein sich selbst noch erotisch erforschender Versicherungsvertreter aus Worms an seinem ersten Sex-Positiv-Fetischabend im Berliner KitKat-Club mit dem Dresscode retro-römischer Centurio-Zorro-Style? Also, nun, Peter, was du nicht weißt, ja, diesen tendenziell durchaus authentischen Wikinger-Look wählte mitunter auch Kirk Douglas in seiner Rolle als Einar in dem tendenziell authentischen Wikinger-Film Die Wikinger von 1958. Ja, man muss also kein Hexenmeister sein, um festzustellen, dass sich Pierce für seinen Thorwald eher eindeutig von eben diesem Einar inspirieren ließ. Ja. Wahnsinn. Na gut, das betrifft den Lone Ranger-Lappen um die Klüsen und den Kopfeimer mit der aufgelöteten Kühlerfigur, die man von einem alten Chevrolet aus den 50er Jahren abgerissen hat. Aber was ist mit der römischen Brustplatte, der Polyester-Tunika und Thorwaldis schmierigem Pornobärtchen? Ne? Also jetzt komm mal vom Pornobärtchen und deiner Polyester-Unterstellung mal ab, ja? Jeder, der sich in Geschichte ein wenig auskennt, weiß, dass die Schneider und Schmiede der Wikinger unzählige Kleidungsstücke und Rüstungsteile der Römer kopiert haben, mit denen sie ja bekanntlich enge Handelsbeziehungen pflegten. Hä? Wie das denn jetzt? Also die Römer waren so etwa im 8. Jahrhundert vor Christus bis zum späten 7. Jahrhundert nach Christus unterwegs. Die Wikinger definitiv erst so um 800 nach Christus, Olli. Ach, du wieder mit deinen billigen Amateurfakten, ja. Amateurfakten? Ja. Es hat aber ja dann doch genau diese zwar kurze, aber entscheidende zeitliche Überschneidung im späten 7. Jahrhundert gegeben, ne? Und da wurden eben Handelsbeziehungen gepflegt. So. Ich bin mir ganz sicher, dass du dir ganz sicher bist, dass das alles ganz sicher nicht wahr ist. Aber egal, lassen wir das fürs Erste und kommen wir zum international inflationär thematisierten Wikinger-Promi Nummer 1, nämlich zu dir, beziehungsweise zu Ragnar. Diesmal nicht Lodbrok oder Lossbrok wie in der höchst sehenswerten Historienserie Vikings, sondern eben Ragnar, der Bärentöter, der so heißt, weil er sich in den Schlachten gegen die Sachsen und Kelten großen Ruhm erworben hat. So, und jetzt guck dich mal an. Ja, was denn? Hä? Hast du etwa bei
Ragnar, dem Bären tötenden Sachsen und Kelten schlechter auch wieder irgendwelche Details zu bemäkeln? Hm? Nee, keine Details, sondern den fettesten Schwachsinnshelm in der Normannen-Movie-Geschichte, der jemals auf einer Rübe mit angeklebtem Billigbart getragen wurde und mit dem sich auch das Team der Tampa Bay Buccaneers komplett zum Affen bzw. zum Büffel macht. Denn es sind Bisonhörner, die man Ragnar und dem Rest in das halbe Metallei geschraubt hat. Ja, und? Hä? Exakt so sahen Wikingerhelme ja nun mal aus, oder? Nein, ich präzisiere, von den nicht in Skandinavien beheimateten Bisons und den putzigen Fellmuffen da, die wohl als Hornwärmer gedacht sind, mal abgesehen. Achtung, Breaking News. Zu keiner Zeit, im Sinne von niemals, haben Archäologen einen Wikingerhelm mit Hörnern gefunden, weil die Wikinger nicht so derart hirnverbrannt waren, sich einen Schutzhelm aufzusetzen, der Schläge nicht etwa ablenkt, sondern die Wucht einer Schwert- oder Axtattacke dank Hörnern komplett auf den Kopf konzentriert. Oh, jetzt aber mal Schluss aus. Was? Helm, Haare, Hemd und Höschen-Diskussion hiermit beendet. Basta. Kannst du nicht. Ja, du kannst ja noch weiter mit dir selbst disputieren. Ich möchte jetzt gerne über den Film an sich sprechen. Beziehungsweise über die wirklich ergreifende Szene, in der der junge Björn viel zu früh nach Valhalla abberufen wurde. Kaum hatte die Gruppe die ausgedehnten Strände Neufundlands betreten, sah... Du siehst aber schon, dass das knapp 4000 Kilometer weiter südlich in der Tampa Bay Area Florida gedreht wurde, ne? Eben the home of the Tampa Bay Buccaneers, Olli. Ja? Kein Wikinger hat dort je in die Dünen geschissen. Kaum hatte die Gruppe die ausgedehnten Strände Neufundlands betreten, sah sich Björn plötzlich einer Gruppe feindseliger indigener Krieger gegenüber und erlebte seinen tragischen Boromir-Moment. Sie schossen ihm sogar einen Pfeil in den Po. Für die Ehre eines Wikingers unerträglich. Danach brach Björn zusammen und das Schicksal nahm seinen Lauf. Und ich weiß nicht, was es war, doch Sekunden vor seinem Ende, da war etwas in Björns Gesicht, das mich immer noch umtreibt. Hast du es auch gesehen? Na klar, der Helm war zu groß und ist ihm immer ins Gesicht gerutscht und er hat aus dem Mund geblutet, obwohl ihn da gar kein Pfeil getroffen hatte. Ich schätze, er hat sich vor lauter Stress auf die Zunge gebissen. Ne? Außerdem muss er über die Reaktionszeit der Kollegen ganz schön enttäuscht gewesen sein, nachdem er in seine Notruftute geblasen hat. Mit solchen Kumpels bist du tot. Egal, ob sie dir gerade zu Hilfe eilen oder nicht. Ne? So ein Stutz. Ha? Im Gegenteil. Alles haben seine Gefährten gegeben, um Björn rechtzeitig zu erreichen und vor der Exekution zu retten. Aber manchmal können sich Sekunden eben wie Stunden anfühlen. Vergebens. Björn war gefallen. Wann hat ein Film über die stets siegreichen, ja fast übermächtigen Wikinger schon mal mit einem solch bitteren Verlust begonnen? Charles B. Pierce bricht hier kompromisslos mit den Konventionen. Eine Schlüsselfigur stirbt in den ersten Minuten. Die Vorräte sind knapp und die Gruppe ist auf fremdem Territorium verwundbar wie nie. Sie wissen, einen Björn kann man im Konflikt mit den Indigenen nicht ersetzen. Seine besonnene, umsichtige Art, ein Gebiet gründlich zu erkunden und abzusichern, war absolut einzigartig. Und Fick in der Hölle! Jetzt hör aber mal auf mit deinem Björn-Gottesdienst, Olli! Wenn der arme Statisten Heinz konnte streng genommen noch nicht mal aufrecht gehen und musste da den Boromir geben.
Meinst du, wir wissen nicht, warum du hier versuchst, dieses lobotomierend langweilige, noch meilenweit unter Bad Segeberg-Niveau inszenierte Anti-Historien-Debakel mit Lee My Ass Majors und einer Horde heillos überforderter Hegas am Strand von Neufundland in der Nähe von Florida zum wegweisenden Wikinger-Epos hochzuquatschen? Hä? Nein. Nein, warum sollte ich so etwas denn wohl tun? Hä? Dann bin ich aber mal neugierig. Ja, weil du eben doch ein Gewissen hast. Weil du weißt, was du uns mit der Norseman-Norseman-Scheiße eingebrockt hast. Oder falscherweise etwas wiedergutmachen willst, was nicht wieder gut zu machen ist. Lass es bitte und tu nicht so, als hättest du zum Beispiel hier, den Öltanker im Hintergrund nicht gesehen, der da im Jahre 1006 nach Christus rumschippert. Ja, das ist ja auch kein Öltanker, ne? Sieht für mich eher nach einer Bohrinsel aus. Überreiz es nicht, Kollege, überreiz es nicht. Und komm uns auch ja nicht mehr mit dem mutigen Konventionenbrecher Charles Brainpierce. Nur weil der einen schwarzen Footballspieler unter die weißen Spieler gemischt hat, der in seiner Rollenbeschreibung als Wikinger Traul von dem Mann als Beute mit nach Hause gebracht wurde, dessen Zunge er immer noch als Halskette trägt. Ja, gut, gut, gut. Also, wenn das für alle nicht ebenso souverän wie sozialkritisch mit der gängigen Wikinger-Darstellungstradition bricht, also dann weiß ich beim besten Willen auch nicht mehr, ne? Ja, da es mir an Fantasie mangelt, woher ich sowohl die mentale als auch physische Kraft nehmen soll, die Nordmänner auch im Weiteren zum historisch korrekten Arthouse-Action-Abenteuer-Epos hochzuquatschen, entschuldige ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen und auch bei Peter für die schlimme Scheiße, die ich uns allen eingebrockt habe. Und hoffe inständig, dass die Sache damit dann auch mal vom Tisch ist. Hey, also, kommt, Schwamm drüber. Es geht weiter. Ich guck hier. Ah, komm. Ah, Ich frage euch nun, wann haben Wikinger jemals kehrt gemacht auf der Suche nach einem der ihren? Niemals. Niemals. Wenn dieser Tag in unserem Leben jemals anbricht, sollten wir unsere Schwerter versenken an der tiefsten Stelle unserer Mutter der See. Edler Thorwald, wir werden unser Schiff vor Anker halten und Wachen postieren. Wir alle müssen die Gefahr auf uns nehmen, zur Rettung unserer treuen Gefährten. Und wir sind mit dir. Odin! 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 Gut, Erik. Du hast eine weise Entscheidung getroffen, Thorwald. Aber dessen ungeachtet wirst du einer schrecklichen Entdeckung ins Auge sehen müssen. Ich erblickte König Eurich in meinen Träumen. Er schwebt in großer Gefahr, ebenso wie deine Männer. Du wirst mich nicht beirren, denn mein Entschluss steht fest. Cough.
Renazite. Ena, Renazite. Na da, in Sakatete. Sie haben uns nicht mehr gefesselt, seit Sie uns gefangen haben. Jede Fessel ist zu spannen. Ich frage mich, warum Sie es tun. Sie fürchten sich vor etwas. Wovor? Was ist es? Ich weiß, du verstehst, was ich sage. Was geht dir vor? Ist ein Schiff gekommen? Endlich sind Sie da, mein König. Sie sind gekommen, mein König. Gepriesen sei Odin. Sie sind über das tosende Meer gekommen, um uns zurückzuführen.
Es ist an der Zeit für dich zu schlafen. Werde ich die Erlaubnis bekommen, euch morgen zu begleiten, wenn ihr das Land erkundet? Jung Erik, wenn du mit uns an Land gehen willst, wer soll dann die Verantwortung für das Schiff übernehmen? Ich war zutiefst enttäuscht, dass ich nicht mitkommen durfte. Aber ich verstand auch, dass es für einen Knaben wie mich vielleicht zu gefährlich war, auf Erkundung in das feindliche Land zu gehen. Tag für Tag schrieb ich die Ereignisse unserer Reise nieder. Es bestärkte mich in meiner Hoffnung, dass mir zuletzt ein Wiedersehen mit meinem Vater gewährt sein würde. In einen fetten, schwarzen Aasgeier verwandelte. Informiert euch! Olaf, in die Mitte!
Edler Thorwald, beim ersten Morgenlicht sollten wir den Fluss hinabsegeln, zurück zum Meer. Das werden wir nicht. Morgen machen wir uns auf die Suche nach meinem Vater und seinen treuen Gefährten. Vielleicht sind sie noch am Leben. Bei all den Verlusten, die wir heute erlitten haben, wir sind Wikinger. Erinnere dich an die Schlacht von Rodan. Wir, die Wikinger, hatten unzählige Tote und Verwundete. Wir zogen uns zurück. Dann griffen wir erneut an und erschlugen diese Sachsenhunde. Ich erinnere mich sehr wohl an die Schlacht von Rodan. Ich war dabei. Ich erinnere mich auch an die heutige Schlacht. Da war ich auch dabei. Hexenmeister! Mit dir. Was hast du gesehen in der Zukunft? Es sind viele. Einer größeren Übermacht hast du nie gegenübergestanden. Sie leben hier in diesem Land genau wie die wilden Tiere in den unwegsamen Bergen unserer Heimat. In die Wälder zu gehen, um sie zu jagen, ist gefährlicher, als in den schneebedeckten Bergen einen weißen Bären töten zu wollen. Geh. Hinaus! Bereit wofür? Bereit für die Schlacht. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Erik, ich glaube, darüber müssen wir reden. Rede und lache, aber ich werde kämpfen. Und erstmal vielen Dank, dass Sie immer noch da sind und mir so zahlreich verziehen haben. Insbesondere auch Dank an Peter, der mir statt des zunächst gewählten Outfits der First Nations Lady Vinetta, was eh schon brisant genug gewesen wäre, aber in einem quasi po-freien Mini-Mieder völlig unverantwortlich, das sarumaneske Erscheinungsbild des noblen Blindenkönigs Eurich zudachte. Ja, nur der Bart geht seinem Träger
tierisch auf die Eier. Mm, ja, ja, pardon, pardon, ich bedauere Olli, denn ich weiß gut, wie sehr der Todesträumer Visagenpullover mir gerade auf die Eier geht. Das wird uns aber dabei helfen, das unlängst Gesehene innerhalb der Filmerzählung die Nordmänner Seite an Seite nüchtern, sachlich und vorbehaltlos zu besprechen und die zahllosen beschissenen Zumutungen des hochgradig hirngefickten zweiten Teils dieser erschütternd erbärmlichen Produktion vollständig zu versammeln, Olli. Ja, 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 ich fange mal an. Gerne. Wir wussten ja schon aus dem ersten Teil, dass Thorwald und Ragnar den Aktionsdisput bleiben und kämpfen oder abhauen und chillen austragen. Mhm. Zitat Ragnar: Jetzt sitzen wir hier wie Weiber, die darauf warten, genommen zu werden. Ha, Zitat Thorwald: Der Tag, an dem ich vor einem Feind weiche, wird der Tag sein, an dem ich einem Weib gleiche in unserer Heimat. Von der in so vielen Kulturen naturblöd verankerten Männergeringschätzung gegenüber ihren Müttern, Frauen, Töchtern oder Geliebten mal abgesehen. Die eben nicht nur passiv rumsaßen und darauf warteten, genommen zu werden, sondern die diesmal tatsächlich längst wissenschaftlich belegt im realen Nordfrauleben durchaus auch Kriegerinnen werden konnten oder sogar als Kriegsherrinnen ganze Wikingerheere in die Schlacht führten. Ja, richtig, Peter, richtig, mhm. Peter. Wie gesagt, davon mal ab. Die schwülstige Pro-Kämpfen-Rede von dem Binsenböschen mit dem Bärtchen, dass ich rhetorische Fragen gerne selbst beantwortet, war jetzt auch nicht übertrieben mitreißend. Ich frage euch nun, wann haben Wikinger jemals kehrt gemacht auf der Suche nach einem der ihren? Niemals. Niemals. Wenn dieser Tag in unserem Leben jemals anbricht, sollten wir unsere Schwerter versenken an der tiefsten Stelle unserer Mutter der See. Und trotzdem ist der eben noch laut motzende, ruhmreiche zweite Befehlshaber Ragnar ad hoc in Oh Captain, mein Captain Laune und lenkt schneller ein, als jemand das Wort Würde rufen kann. Edler Thorwald, wir werden unser Schiff vor Anker halten und Wachen postieren. Wir alle müssen die Gefahr auf uns nehmen, zur Rettung unserer treuen Gefährten. Und wir sind mit dir. Odin! Ja, das nennt man Rückgrat. Im Grunde das einzig Amüsante an dem Film ist, dass dieser Pierce seine ganz persönlichen Vorstellungen davon, was so alles in einem schmissigen Wikingerfilm wie und wann passieren sollte, für absolut überzeugend hält. Die Wikinger erreichen Amerika und werden umgehend von blutrünstigen Wilden überfallen. Check. Der Anführer hält eine Rede, danach recken alle jubelnd die Schwerter oder Fäuste hoch und rufen Odin. Check. Der Chief der American Indians war mal schlimm eifersüchtig und ist dadurch zum psychopathischen Blutsäufer geworden, der jeden Skandinavier massakriert, der mit Pocahontas flirten könnte. Ja, check. Ja, 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 ja. Hm? Wobei in der Rückblende zum Tag X wirklich nicht klar wurde, ob er da auf die Frau oder den Mann eifersüchtig war. Hm? Denkst du, er verachtet sich möglicherweise für seine verdrängte Homosexualität und wurde dadurch zum homophobischen Wikinger-Schlechter? Nee. So weit möchte ich dann doch nicht gehen, Peter. Das passt so nicht in den braven Charles B. Pierce-Baukasten für kleine Abenteuerfilmemacher. Hm? Ja, na, vor dem, was da aber so alles reinpasst, sollte man sich höllisch in Acht nehmen, Olli. Zum Beispiel vor dieser Szene im See, wo der zungenlose Olaf, ob der drohenden Auseinandersetzung mit zwei offensiv streitlustigen Stammeskriegern, zunächst mal beherzt seine Axt ins Wasser schmeißt, weit genug weg, um bei einem eventuellen Nahkampf nicht unnötig bewaffnet zu sein. Danach greift Olaf sogar zu einer noch weit raffinierteren List. In gut 120 Meter Entfernung zum Feind taucht er unter und trotz des sehr großen Abstands beginnen die beiden offenbar eher sparsam schlauen Speerkämpfer sofort prüfend ins Wasser zu stechen. Auch wenn sie so debil wirken, sie ahnen wohl, was wir alle nicht ahnten, nämlich dass Olaf, der an Land doch so schwerfällig und unbeholfen wirkt, unter Wasser so flink schwimmt wie eine junge Sattelrobbe. Ja. Das Submarine ist Olafs eigentliche Habitat. Nicht? Schade, dass es keine Unterwasseraufnahmen gibt, die zeigen, wie pfeilschnell er da mit Helm durch das kühle Nass schießt. Ne? Denn in knapp 5 Sekunden ist er bei den Neufundland-Indigenen und zack,
hat er sie am Wickel bzw. am Knöchel. Ja, da staunen auch Lee Majors und die Tampa Bay Buccaneers nicht schlecht. Und als Olaf dann wieder auftaucht und die zwei strampelnden Stirnbandtrottel endgültig im See ertränkt, ist das Hallo natürlich groß und alle freuen sich für den sympathischen Kirmes-Wikinger. Ja, also ganz ehrlich, viel besser kann man so eine Szene definitiv inszenieren. Ich denke, man muss es sogar. Absolut richtig, ja. Wie übrigens auch die große Schlachtszene davor, die Pierce auf der To-Do-Liste noch abhaken musste. Zunächst halten wir mal fest, dass die Bildung einer römischen Phalanx bei Wikingern nicht auf dem Strategiezettel stand. Und auch verkleidete Footballspieler sollten sich für so eine Defense schämen. Olaf, in die Mitte. Was aber bei der folgenden großen Schlachtszene unbedingt hätte vermieden werden müssen, ist die Zeitlupe im wirren Wechsel mit der normalen 24 Frames per Second Rate. Denn durch die Zeitlupe erkennt man sehr gut, dass beim Aufeinandertreffen der Kombattanten niemand mit irgendwem kämpft. Und das kann ja nicht das Ziel einer Massenkampftotalen sein, oder Olli? Nein, genauso wenig wie den ersten Auftritt vom blinden King Eurich und seinen mitgefangenen Mannen wirken zu lassen wie ein Monty-Python-Sketch. Sie haben uns nicht mehr gefesselt, seit Sie uns gefangen haben. Jede Fessel ist zu spannen. Ich frage mich, warum Sie es tun. Sie fürchten sich vor etwas. Wovor? Ja, das ist absolut großartig. Bei all den falschen Catweasel-Haaren und Bärten in der Kerker-Maismühle des Schreckens habe ich nur darauf gewartet, dass ein Wächter fragt, ob es sein kann, dass Weibsvolk anwesend ist. Und dieser riesige Pappmaché-Mühlstein, das ist wirklich zum Pissen. Ja. Wie soll man denn da bitte Anteilnahme und Mitgefühl für das leidende Team Eurich entwickeln? Naja, nur wenn Charles B. dann mal witzig sein will, ne? Dann gibt's garantiert nichts zu lachen. Wie in der Szene mit dem dämlichen Erzählergör Jung Erik, als heitere Musik heiteres Treiben ankündigt und er den nicht hexenden Hexenmeister, dessen Gesicht noch nie jemand sah, mit einem Stöckchen aus dem Schlaf foppt. Köstlich, ja. Zumindest auf dem Planet der Bescheuerten, auf dem nicht hexende Hexenmeister immer nur das vorhersagen, was eh schon jeder weiß, und meinungselastische Wikinger-Generäle ihre Überzeugungen wechseln wie ihre Unterhosen. Edler Thorwald, beim ersten Morgenlicht sollten wir den Fluss hinabsegeln, zurück zum Meer. Nun, ob die Wikinger überhaupt Unterhosen trugen, ist noch unklar. Bisher haben Archäologen keine gefunden. Weder auf den Färöer Inseln noch in Florida. Sicher ist aber, dass der Film jetzt weitergeht. Hm. Möge Freier uns gnädig sein. Sie bereiten sich vor auf den Kampf. Du hast recht. Ich erinnere mich noch genau an unsere Ergreifung und an den Tod unserer Gefährten. Es waren dieselben wilden Gesänge. Bis zum Verrat Yukiwongas. Thank you.
sie wirklich hier sind, würde da nicht ihr Schiff an der Küste des Meeres liegen? Es könnte auch im Fluss, den wir durchsegelten, vor Anker liegen. Erlaubt mir, mein König, dass ich die Wachen mit meinen bloßen Händen töte. Nein. Es ist noch nicht so weit. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir kämpfen, wie die Wikinger es immer taten. Odin wird das Dunkel, das uns umgibt, erhellen und unsere Herzen stark machen. Wir wollen darauf vertrauen, dass uns die junge Wilde helfen wird. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, die uns umgibt, meine Getreuen. Heute Nacht wird sich unser aller Schicksal entscheiden. Ich weiß, sie werden bald kommen. Und sie werden uns zurückbringen in unsere Heimat. Es ist dasselbe Mädchen wie gestern. Es ist eine Falle. Das spüre ich. Mag sein. Wir müssen sie an Bord locken. Macht euch kampfbereit. Armbrustschützen. Wir sind so dicht am Ufer. Alle Mann auf ihre Posten. Armbrustschützen! Legt an! Die Waffen runter, Männer! Ich weiß nicht. Aber sie hat den Dolch unseres Vaters. Unter Deck, Erik. Dolch gehört meinem Vater, unserem König Eurich. Sie will, dass wir ihr folgen. In einen Hinterhalt? Mag sein, aber sie riskiert ihr Leben. Olaf, Traul, Ivar, Obi, wir gehen mit ihr. Olaf, ist dies eine Falle? Dann töte sie.
uns zu unserem König geführt. Wir schulden dir Dank. Abermals bereiten Sie sich vor auf den Kampf. Wenn Sie kommen, sind wir bereit. Los. Er wird sterben. Ralf! 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 Deine Hände! Gib mir deine Hände! Meinen treuen Gefährten zu euch nach Valhall. Ich glaube, der Rabe des Windes wird schwersten Angriffen von den Ufern dieses Flusses ausgesetzt sein, bevor sich der Tag neigt. Mit meinem Schwert unter Hilfe Odins werde ich unseren König und seine Gefährten befreien. Du, Ragnar, wirst an der Mündung des Flusses auf uns warten, bevor die Sonne untergeht. Wir haben 2 Tage bis hierher gebraucht. Du verlangst Unmögliches von mir. Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Ich habe das Gesicht des Hexenmeisters gesehen! Wenn wir uns
ins Wiedersehen an den Gestaden der Mutter See, dann will ich von einem jungen Wikinger begrüßt werden, nicht von einer hässlichen Kröte. Wie sieht er denn aus, Jung Erik? Auf Erik! Auf Erik! Du solltest Frieden schließen mit dem Hexenmeister. Du weißt, Ragnar, wenn wir bis zum Ende dieses Tages nicht zurück sind, dann führst du den Raben des Windes und diese Männer in die Heimat. Ragnar. Zauber und deine Magie, deine Träume und Prophezeiungen. Aber heute kannst du mich eines Besseren belehren. Also spinne deine Fäden und beschwöre deine schwarzen Mächte. Denn wenn dieses Schiff das Meer nicht rechtzeitig erreicht, um Thorwald aufzunehmen, wird noch vor Tagesende dein Kopf in den Wellen versinken. Sorge dich nicht, Jung Erik. Sie kehren wieder. Und wenn nicht? Dann werden wir sie suchen. Thank you.
So, wieder da? Prima. Von uns an dieser Stelle mal nur das Nötigste in Kürze. Ich sage, Charles B. Pierce hätte niemals die Erlaubnis erhalten dürfen, Kampf-Action-Szenen zu inszenieren. Ein grob fahrlässiges Versäumnis der verantwortlichen Kontrollbehörden, das uns heute teuer zu stehen kommt. Der junge, konsternierte Komparse scheint uns da zu fragen, why, beziehungsweise what the fuck. Ja, und völlig zu Recht, wie ich finde. Sei es drum,
Ich sage, ein stolzes Drachenschiff, das in hoher Not fliehen muss, sollte auf dem Wasser immer deutlich schneller fahren, als seine Angreifer am Ufer entlang traben. Gut gesagt, Olli. Ich aber sage zudem, König befreien hin oder her, Wikinger von Ehre und echtem Schrot und Korn würden niemals, auch nur im Traum erwägen, dafür ausgerechnet zuerst die praktisch wehrlose Adipositas-Selbsthilfegruppe der Eingeborenen anzugreifen. Pfui, bah! Gut gesagt, Peter. Ich aber sage zudem, Wikinger von Ehre und echtem Schrot und Korn würden sich niemals aus Angst in die Hosen scheißen, weil gerade eine blutjunge Native American in einem frech kurzen Mini-Mi da am Ufer steht und ihnen ein Kurzschwert entgegenhält. Zu den Waffen! Olaf, zu den Waffen! Sei vorsichtig. Gut gesagt, Olli. Und ich möchte noch anfügen, selbst die vorsichtigsten und schissigsten Nordmänner würden sich langsam entspannen, wenn besagte junge Frau ins Wasser springt und alleine auf ihr vollbesetztes Kriegsschiff zuschwimmt. Eine Entwarnung des Kommandanten wäre dann überflüssig. Die Waffen runter, Männer. Trefflich angefügt, Peter. Ich sage überdies, in einer wikingergerechten Welt dürfte es keinen Platz geben für gefühlt minutenlange Einstellungen, in denen diese weltweit gefürchteten Kampfberserker auf ihrem Schiff bis mittags pennen oder sich sonnen oder einfach nur abhängen und rumdösen, während die zwei anerkannt hohlsten Fritten des ganzen Haufens Wache schieben. So etwas wollen wir einfach nicht sehen, Mensch! Nein, zu Recht protestiert Olli. Ich aber sage obendrein, es ist überliefert, dass die Wikinger nicht nur daheim, sondern auch in der Fremde gerne Party machten. Bei ihren Gelagen floss der Alkohol in Strömen, Unmengen an Essen wurde serviert und zur Unterhaltung zwischendurch gab's Musik und reichlich öffentlichen Sex in 6er, 9er oder 20er Gruppen. Wenn man nun so ein Gelage nachstellt, dann darf es schon etwas anders aussehen als das bestusste Sommerhaus der beschränkten Stars im Jahre 1006. Danke. Ja, zu Recht postuliert, Peter. Ich aber sage hier neben, ebenso wenig wie eine ganz wunderbare Kathleen Freeman, bekannt aus Blues Brothers und Naked Gun 33 1 Drittel, die Rolle der bös bekloppten alten Schamanin verdient hat, hat ein ganz wunderbarer Jack Elam, bekannt aus Spiel mir das Lied vom Tod und auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, die Rolle des buckligen, blöden Hexenmeisters verdient. Dass der nur das Offenkundige voraussagt, dass ihn alle dissen und dass er einen durchgehend zwielichtigen Eindruck machen soll, ja, kapiert. Aber was genau macht er hier in dieser Szene? Und warum? Wieso? Weshalb? Wozu? Odin! Odin! Da habe ich das Gefühl, einen Buñuel-Film zu gucken. Mm, ne? Alles so wattig. Ja? Mm. Odin! Also, das Schwert von König Eumel war das jedenfalls nicht. Das war ja viel kürzer. Ja, ja, ja. Und selbst wenn, ne? Warum bringt er den armen Mann damit zum Weinen? Und danach setzt er sich ja noch an einen Ruder und versucht... Zu rudern. Ja, ja. Ja. Und dann kommt Ragnar und sagt ihm wieder, dass er ihn scheiße findet und seinen Kopf bald in die Wellen schmeißt. Komm, hilf mir bitte. Na, kann ich nicht, sorry. Ist echt eine schlimme Szene mit dem Hexenmeister. Aber die davor fand ich persönlich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil Charles B. Pierce da wieder ein wenig Heiterkeit in den grauen Wikinger-Arbeitsalltag bringen wollte. Und dagegen ist selbst spontan ausbrechender Surrealismus irgendwie erträglicher. Und darum sage ich,
Wer aus einem Drachenschiff eine lachende Freiluftpsychiatrie macht, voll mit Kasper-Nordmännern, die von Lee Majors betreut werden, der wollte von Anfang an nie ein packendes Wikinger-Abenteuer drehen, sondern eben ganz genau exakt diese Scheiße hier. Ich hab ihn gesehen! Ich hab ihn gesehen! Ich hab das Gesicht des Hexenmeisters gesehen! Liebe Zuschauerinnen und Schauer, Sie wissen nicht, warum die Besatzung des Raben des Windes so gelacht hat, als wäre Lee Majors in der Szene untenrum nackt gewesen und hätte dauernd einen fahren lassen. Nee, aber wir wissen es auch nicht. Dass jung Erik hell frohlockte, endlich das Gesicht des Hexenmeisters gesehen zu haben, das kann ja unmöglich der Auslöser für den kollektiven Lachkollaps gewesen sein. Ne? Zum einen, weil es überhaupt nicht witzig ist. Zum anderen, weil es überhaupt nicht witzig ist. Nicht? Und ob wir wollten oder nicht, wir alle hatten sein Gesicht da schließlich schon mehrfach sehr gut gesehen. Oh. Nun, der nicht mehr allzu komplexe Restplot König Eumel retten, nach Hause bringen, nicht? Sollte sich jetzt zum Finale zügig, ich sag mal, etwas verdichten und womöglich noch den ein oder anderen Höhepunkt bereithalten, den wir bisher, ja, regelrecht vermisst haben. Ja. Also, ne? Ich fühle es, sie werden bald hier sein. Wie es den Göttern gefällt, wie Odin mir von seiner Kraft gab, wirst du mir das Augenlicht geben. König, wir dürfen keine Zeit verlieren. Hm.
Sprich, Ragnar. Was nun? Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Mein Bruder und seine Männer waren schon seit Stunden fort. Und wir waren mit unserem Boot kaum von der Stelle gekommen. Ragnar wusste, dass wir ohne den Beistand des Windes das Meer bis zum Sonnenuntergang niemals erreichen würden. Allein gelassen mit nur noch einer Handvoll Männer bedurften wir in der Tat wahrlich eines Wunders. Uns verblieben nur noch einige Stunden vom Licht des Tages und vor uns lag noch ein langer Weg. Der Hexenmeister war tief in Gedanken versunken. Plötzlich begann es. Ich fühlte es auf meinem Gesicht. Er war schließlich gekommen. Der Wind. Der Wind, ein Geschenk der Götter. Oh, wie er wehte. Hiss die Segel! Festhalten, Jung Erik! Zurück zu unserer Muttersee! Steht geschrieben, dass der Name Olaf ewig weiterleben wird im Land der Norden.
Unser edler Thorwald hat befohlen, dass der Rabe des Windes bei Sonnenuntergange die Heimat zurücksegelt. Ist tot. Er war schon tot, als wir das Lager verließen, aber er soll bestattet werden wie ein Wikinger. Komm schon, gib mir deine Hand! Thorwald! Gepriesen sei der edle Thorwald. Er hat unseren König zurückgebracht. Hierher, schnell an Bord mit euch. Bring sie aufs Achterdeck. Hältst ihn an Bord. Los, hoch mit dir! Erik. Erik. Mein Sohn. Vater. Ha, ha, ha.
ihn gerettet. Er verdankt dir sein Leben. Setz die Segel! Setz die Segel! Ich bin stolz auf dich. Hol an, Hexenmeister! Lass die Winde wehen! Klar zum Rudern! Ja, willkommen, Tilbaka, liebe Finnlandversehrte und Viking-Verwundete. Ich denke, nach diesem Finale Profanioso fühlen wir uns alle ungefähr so fit, aufgekratzt und euphorisch wie König Eumel und seine Blind Boys kurz vor ihrer lang ersehnten Befreiung aus dem Pappmaché-Keller des Grauens. In der Tat ergreifend, mit welcher Sicherheit Pierce selbst den einzigen, zumindest potenziellen, emotionalen, dramaturgischen Höhepunkt, auf den seine tranige, vollidiotische Wikinger-Farce zusteuerte, auch wieder in die gleiche Schnurz-Piep-Wumpe-Inszenierungsscheiße gesetzt hat, die den kompletten Streifen überzieht wie eine Kotglasur. Ich meine, dass die Gefangenen schon lange fühlten, dass sie demnächst befreit werden, geschenkt. Aber dass die frisch Befreiten nicht mal wenigstens kurz abjubeln und dass Lee Majors sich seine Zorro-Zwiebelschüssel ausgerechnet dann abnimmt, als er vor seinem blinden Papi steht, ist einfach nicht hinnehmbar. Thorwald. Vater. Nein, nein, nein. Genauso wenig wie der Umstand, dass man Thorwald und Olaf vorher doch tatsächlich nur die beiden armen Trottel von der Adipositas Security zum Überwinden vor den Kartoffelkeller im Busch gestellt hat, was uns eine weitere hochnotpeinliche Zeitlupen-Kampf-Action-Szene von Lee Majors einbrachte. Ehrlich, also genauso gut hätte man mich da als Wächter einteilen können. Einspruch, Olli, also bei aller Liebe zur Selbstironie, aber gegen diese beiden Antikrieger hättest du so effizient gekämpft wie ein Karamurat. Und Thorwald und Olaf legen jetzt kalt im Forst von Florida. So sieht's mal aus. Ach, danke, Peter. Ja, ist so. Nein, die absolute Impotenz, spannende Action zu inszenieren, die zeigte sich ja schon in der Titelsequenz, als Charles B. Pierce die Filmmusik in wagnerianischer Ekstase kollabieren ließ, nur um dabei zu zeigen, wie seine Karnevalstruppe an Land wackelt und dann seinen Namen einzublenden. Ja, erstaunlich, liebe Wikinger-Veteraninnen und Ranen. Ein Charles B. Pierce schrieb Drehbücher und führte Regie wie ein Achtjähriger, der sich beim alleine Fußballspielen in einem kleinen Vorgarten ins WM-Finale fantasiert und dabei selbst halblaut kommentiert, wie er gerade das entscheidende Tor schießt. Ja. Ich möchte jedenfalls definitiv keine weiteren Arbeiten mehr von ihm kennenlernen. Nein, nein, nein. Aber wie sagt der Peter immer so schön? Kein Film ist wirklich unnütz. Er kann uns immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Und ich finde, da hat er einfach recht. Nee, das hab ich noch nie gesagt, Olli. Ach was.
Na, dann muss das wohl jemand anders gewesen sein. Ich vielleicht. Nun, jedenfalls entließ uns die Nordmänner-Saga immerhin mit dem guten Gefühl, dass eine blitzgescheite, attraktive Florida-Indigene aus einfachsten Verhältnissen ihrem eigenen Stamm aus Gründen den Rücken kehrt und sich doch tatsächlich den tollen Thorwald aus Europa geschnappt hat, mit dem sie jetzt irgendwo in Island, Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland nochmal ganz neu anfängt und viele kleine Wikinger gebiert. Naja, ich denke eher, Vinetta hat den tumben Thorwald nur als Mittel zum Zweck benutzt, um aus dem Herrschaftsbereich dieses mörderischen Eifersuchtspsychotikers Yuki Wonga rauszukommen und wird sich in Europa einen netten Mann ohne Pornobärtchen suchen, der keine alberne Maske unterm Helm trägt. Du, übrigens, ist die Majors eigentlich 3,20 Meter groß oder täuscht das Schlussbild hier? Na, das täuscht. Ja. Er steht da nur erhöht am Bug des Schiffes. Ja. Und ich finde, einen besseren Moment zur Verabschiedung kann es gar nicht geben, oder? Also, da bin ich ganz bei dir, mein Freund. Nun gut, liebe Community, in der guten Gewissheit, dass wir hier für sehr lange Zeit kein Lizenzwunder mehr feiern werden, sagen Olli und ich jetzt wieder Danke fürs Mitfahren und tschüss, bis zum nächsten Schläferz. Doch halt, ihr Lieben, bevor wir uns trennen, möchten wir euch noch einen Vorschlag von uns präsentieren, mit welchem kleinen dramaturgischen Kniff die Nordmänner insgesamt deutlich an Fahrt aufgenommen hätten. Hm? Ja, ja. Enjoy. Gepriesen seist du, Odin. Wir haben es wahrlich gefunden, das Land im Westen. Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Für Odin! Jetzt haben wir es gesehen. Hm? Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Ja. Ach, zu Hause ist es doch einfach am schönsten. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Aber diese ganze Fahrerei bringt überhaupt nichts. Ich hab dich sehr lieb, Thorwald. Danke. Ich mich auch, Anna. Ich mich auch.